Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Channel zu einem kleinen, naja, ich glaube, es wird erstmal ein Mini-Let's Play, denn wir spielen heute Expedition Zero. Anhand des Titels habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe die Demo bekommen vom Publisher Tinybuild. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, das werden wir heute spielen. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Ich muss das leider... Gibt es keine Soundeinstellung. Wahrscheinlich wird das noch kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Vollversion bekommen werde. Aber wir werden jetzt erstmal reinspielen. Das Ganze handelt sich tatsächlich um ein Horror-Survival-Game-Dingsbums. Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen nicht im Stream, nein, hier auf meinem Channel, ganz allein in meinem Kämmerchen. Ja, ich drücke neues Spiel, mal schauen, was uns erwartet. Erstmal ein lustiger Ladebildschirm. Oh. I've been stuck in this walled-off zone for about 3 years now. And now, yet again, I have to relocate. This is it, in the search for the end. I'm returning to the place where it all began. I can stay here for now. I hope a generator will be somewhere around. I need power. It gets cold around here at night. It's getting cold at night. Ja gut, ist klar. Und so. Warte mal eben, ich muss mal ein klein wenig, warte mal, den Lautstärke-Mixer. Ich mach das mal so. Ich glaube, so dürfte... Ah, schön, das Regnen, da kann ich jetzt mal gucken wegen dem Pegel. Ja, und was wollte ich gesagt haben? Warte. Und damit... Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel. Oh Gott, wir spielen... Expedition Zero und ja, das Ganze spielt übrigens in Sibirien. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt Phase ist. Unten sehen wir Hunger, Bloody Temperatur, Something, was stand da jetzt? Konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen. Something that I brought with me. Achso, okay. Auf M haben wir die Karte. Okay, ich dachte, hätte geklingelt. Farm, Mining Tower, Station 1, Satellite, Old Shaft. Rural Church? Mhm, okay, ja, okay, wow. Inventory. Was haben wir denn im Inventar? Drop. Ach du Heiliger. All Food Tools. Ach du Heiliger, okay. Muss ich jetzt erstmal gucken. Es ist mega ungewohnt, vor allem wenn ich nicht im Stream bin bei so einem Horror-Game. Das, normalerweise habe ich ja dann immer seelische Unterstützung eurerseits, wenn ihr da seid im Stream. Da kann ich dann immer... Achso, hier kann ich jetzt reisen. Achso, okay. Aber hier bin ich jetzt ganz alleine. Oh Gott, alles dunkel und so. Und ja, das, ob, mal gucken. Ich weiß doch noch gar nicht hier, ob das überhaupt was ist. Und wir schauen einfach mal rein. Ich habe es, wie gesagt, bekommen. Vielen Dank nochmal an den Entwickler und den Publisher. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich spielen darf. Und so, was haben wir denn hier Schönes? Eine Axt, kann ich die mitnehmen? Wie nutze ich denn die Sachen? Light mit rechtem Mausbutton. Ah, mittlerer Mausbutton. So. Interact mit F. Aha, wir haben eine Axt mitgenommen. Sehr schön. So, Generator. Okay, ja. Nachts wird's kalt, hat er gesagt. Da ist eine Waage. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt Phase ist. Ob wir uns jetzt einfach hier... I need to rest. Okay, alles klar. Die Frage ist, wo ist jetzt Rest? Ist das jetzt unten oder oben? Wir schauen mal. Hat auf jeden Fall einen sehr geilen Look, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Oh. Oh. Okay, kommen wir nicht rein. Vielleicht mit der Axt. Kann ich die... Okay, mit der 1, 2, 3 geht's nicht. Hab's gerade probiert. Jetzt lass mal schauen. Wo können wir uns denn resten? Können wir hier unten irgendwo reingehen? Hier muss doch bestimmt irgendwo... Da ist eine Tür. Da leuchtet's auch. Okay, das können wir alles reparieren, so wie das aussieht. So. Eine Crowbar. Komme ich denn hier in diese Tür rein? It seems that needs to power. Ah, so, okay. Ah. Okay, wir brauchen Power. Lass mich raten, der Generator. Also hat man hier so eine kleine Hubwelt, wo man immer wieder zurückkommt.
gehe ich von aus. So, kann ich den starten? Eines Fuel. Ach so. Haben wir ja gehabt. Moment, ich düse. Na, Fuel. So, warte, warte. Ich muss erst mal dran gewöhnen, wieder mit F hier zu interagieren. So. F-Diesel. Okay, da haben wir noch andere Sachen. Schauen wir uns später an. Erstmal würde ich jetzt sagen, düse ich erstmal zum Generator. Ich gucke erstmal, ob gerade alles läuft. Doch, aber anscheinend läuft es alles. Es ist so ungewohnt. Ich muss es nochmal wiederholen. So. Achso. Okay, let's check what inside. Okay, alles klar. Wir haben den Generator zum Laufen gebracht. Und wie man sieht, hier das Wetter genauso wie aktuell in Deutschland. Eisig kalt mit Schnee und... Boah, da wird es einem doch gleich wärmer ums Herz, wenn man das Spiel sieht. Was ist das da oben überhaupt? Also das heißt, die Sonne ist klar. Aber was ist das für ein Turm da? Ob wir da hinkommen werden? Kann ich ja wieder... I need to make this place cozy again. I make this place really cold out here at night. Okay. Was haben wir hier? My colleague. Don't think he is alive. Radio? The radio doesn't have any new messages. Okay. Gut. Ah, hier können wir uns ausruhen. Storage. All items to storage. Axe, Crowbar. Ah, okay. Warte mal, die kennen. Okay, das ist merkwürdig gemacht. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich möchte mich nicht beschweren. Wie gesagt, es ist eine Demo und es sieht trotzdem irgendwie ganz cool aus. Hier können wir, glaube ich, irgendwas reparieren. Ah, da kriegen wir Materialien. Ah, Plastik-Scrap. Okay, Universal-Scrap, Wire. Ich reiß das einfach mal alles ab. Das brauchen wir nicht mehr. So. Okay, nice. Gut. These machines. I completely forgot. The Institute also created something useful. Fix your tools. Okay, Axe Crowbar. Repair Kit. Okay, need to repair. Ah, okay, alles klar. Ich hoffe, dass die Vollversion wird auf Deutsch sein. Ich bin mir nicht sicher. Workbench. Okay, hier können wir neue Sachen craften. Ach du Heiliger, ist das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Würde ich mich erstmal noch nicht mit bemühen, sondern erstmal. Was zur Hölle? Ich hoffe, es gibt in der Vollversion ein Tutorial, was mir das alles erklärt. Research Table. Players Discover Points. Points needed from new discover. Okay. Er hat ja gesagt, wir sollen uns ausruhen. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Bloody Temperatur. Heißt das jetzt dann die Temperatur vom... It's a congratulatory letter from the higher ups. God. Die Batterie... Ist das... Warte mal... Oh, Repair Toolkit. Ah, nice. Ich frage mich, ob die Batterie der Taschenlampe ewig hält, weil unten rechts steht was mit Batterie. Hm. Ja, ja, Alter, immer der ist immer müde. Wir sind doch gerade erst angekommen. Wo war der denn gewesen, verdammt? Man muss aber sagen, wie gesagt, es sieht echt cool aus. Der Style gefällt mir. Okay, pass auf. Ich gucke nochmal eben hier, was ist hier? Lift. In fact, a subject once told me about. Well. Let's just say she had nightmares about. Plasma-Cutter brauchen wir dafür, um das zu öffnen. Also so ein Schweißbrenner. Okay. You need sleeping... Was? Sleeping back to sleep hier. Ach so, okay. Dann gehen wir mal die Sleeping Bag holen. Und ich würde sagen, wir... Ist das die Sleeping Bag? Sleeping Bag, was ist das? Holz. Lass mich raten, das ist unser Schlitten, womit wir immer unterwegs sein werden, um Ressourcen zu holen. Wie ein bisschen so. Habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass das vielleicht so ist? Ich bin mir nicht sicher. So. Sleep, yes, möchte ich. Okay. Nach einem kurzen Ladebildschirm. Huch, was ist das denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo, ist das richtig so?
Was? Was so, was? Hallo? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Ist das, oha. Was? Okay. Träumen wir das gerade, oder? Das sieht aus wie ein Traum. Ich bin mir nicht sicher. Das ist etwas verwirrt, dass ich einfach ins Bett gehe und im Schrank aufwache. Der Schrank, der nicht da ist. Ja, es ist sehr still hier. Hallo? Ich hab ein Hemd gemacht, glaube ich. Hat sich zumindest gerade so angehört. A new message. Source unknown location, lalala, old machine. Was part? What's happening there? I should go investigate. Press M for map. Okay, aber wo müssen wir hin? Important part present. Machine part, aber wo? I saw a message from the station. Ah, okay. Also hier, Station. Aber es lockt. Oder müssen wir... Ah, nee, wir müssen hier zur Farm. Okay, prepare. Prepare to travel. Gear in storage. Axt. Gear to take. Ich nehme das mal mit. Travel to location. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich reisen. So wie ich es mir schon dachte. Das war ja, Alter. Oha. Und hier ist niemand. Ich bin ganz alleine. Okay, hier ist unser Schlitten. Wie ich mir das schon dachte. Aber ohne Kiste. Da können wir wieder also, okay. Traveln. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hallo? Ist hier jemand? Wie gesagt, das ist nur eine Demo. Ja, also, wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wann die Vollversion davon rauskommt. Ich habe es, wie gesagt, einfach zugeschickt bekommen. Ich habe auch gar nicht... Ich hatte auch gar nicht angefragt nach dem Spiel. Das Spiel sagte mir auch gar nichts. Und ich guckte dann so rein, denke mir so, oh ja, Horror Exploration. Ja, habe ich ja schon mal Erfahrung mit. Ich erinnere mich da nur an Kolat. Oder Koliat, wie das hieß. Oh Gott, das war auch so furchtbar. Das kann... Wer sind denn die illustre Gentlemans und Womens? Oha. Hallo, ich komme in Ruhe und Frieden. Das kann funktionieren tatsächlich, ne? Also so Open-World-Horror, in Anführungsstrichen. Das ist ja mehr so Levels. Wow. Und ich... These people were forced to leave this place at a young age. Why would they return? Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Hallo? Ich will nicht stören. Die beten auf jeden Fall. Oh Gott, ist das furchtbar. Nicht, dass die Oma mich gleich von hinten packt. Oh nein, wir können uns... Oh nein, wir können uns verstecken. Oh nein, Hiding Place. Oh Gott, oh, was spiele ich hier schon wieder? Oh Gott, nein. Nails. Okay, wir haben Nägel gefunden. Nice. Oha, wir können das Haus verbarrikadieren. Oh, was spiele ich hier? Was spiele ich denn hier für ein Spiel? Generator. Das wird ja lustig. Okay, das Kabel geht da rein. Okay, ich guck mich erstmal um. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier auf Überlebende treffe oder generell so halt Leute. Oh, ein Hämmerchen. Oh, Wooden Board. Ich frage mich, wie viel man mitnehmen kann. Hammer nehmen wir mit.
Also können wir hier alles looten, ja? Die Frage ist natürlich jetzt, was wird uns hier erwarten? Wenn wir hier so... Also wir müssen halt anscheinend überleben. Wir müssen hier so... quasi Sachen mitnehmen. There's a name on it. Incorruptible's purpose church habit. It had to belong to a child. Mhm. Vor allen Dingen, die werden doch darüber nicht sehr amused sein, wenn ich hier so den ihre Fernseher einfach mitnehme. Oder? Na, das kann ja lustig werden. Ein Repair-Kit? Hier haben wir wieder eine Nachricht. Military promised sending someone to find this family's missing child 3 days ago. Mhm. Okay, da kommen wir wieder runter. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen... Ich habe gerade noch vor der Aufnahme gegessen. Das sieht... Nee, das ist ein Haus. Ich dachte, es wäre eine Seilbahn. Das erinnert mich gerade unheimlich so ein bisschen an Resident Evil 4, ne, mit diesem Dorf. Ja, so hochrohrig ist es jetzt noch nicht, aber wir warten mal ab, ne? Ganz schön am Regnen. Kommen wir hier auch rein? Okay. Ich frage mich, ob es noch wichtig wird, die bloody Temperatur im Auge zu behalten, die unten links am Bildschirmrand ist. Wer weiß, vielleicht, wenn wir angegriffen werden oder so. Nun gut. Dann schauen wir mal. Und ich glaube, rechts unten ist die Batterie von der Taschenlampe. Ich bin mir aber nicht sicher. Was ist denn H eigentlich? Final story. This is it. This is the day when I leave behind my old self. Who was dependent on those talentless. Okay. Elevator. Tools, Item. Machine Part und Hammer. Okay. Snowmobile. Oha. Krass. Wahrscheinlich werden wir das alles noch craften können. Wo geht's hier hin? Nirgendwo, okay. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass das eine gute Idee ist, hier so durchs Dorf zu laufen. Was soll uns da schon passieren? Okay, Generatorkabel geht hier... Oh nein. Eine Mine. I turn the switch on. I need power for the generator. Okay, warte mal. Haben wir Fuel? Wir haben kein Fuel mit, ne? Verdammt, wir haben Fuel, glaube ich, nur... Willst auch ungern rennen. Wir haben sogar Ausdauer. Oder können wir den... Doch! Okay, anscheinend hatten wir noch was mitgehabt. Oder der ging einfach an. Ich weiß es nicht. Toll, dass jetzt hier Alarm ausgelöst haben. Das ist natürlich ganz toll. Rope with Motor. Ich bin jetzt bekloppt und gehe da rein, ne? Your rope with motor is broken. You must repair it. Ah, danke. Oh Gott. Ich will da gar nicht rein. Wer möchte denn freiwillig da runter? Vor allem bei solchen Leuten, die gar keine Augen haben und gar keine Nase und Mund und nur Augenhöhlen, die uns beobachtet haben. Das sieht echt gerade so aus, als würde man in Deutschland rumlaufen. Okay. Ich weiß gar nicht mit dem Essen, wie das funktioniert, weil wir unten auch so eine Hungeranzeige haben. Naja, lass uns mal überraschen. Wir müssen auf jeden Fall diesen Rope-Motor reparieren. So, hier haben wir... Okay, hier können wir Alarm aktivieren. Ich weiß nicht, wofür es ist. Keine Ahnung. Hier werden... Das sind Bienenstöcke, ne? Ja, ich nehme es mal mit. Was wir haben, haben wir. Achso, muss ich mehrmals drücken? Okay. Okay. Da geht es sogar noch in den Wald. Oder? Oder?
Wie gesagt, ich habe auch gar keine, ich habe gar keine Ahnung vom Spiel, ne? Also ich weiß nicht, was uns hier erwartet oder geschweige denn was generell halt hier auf uns wartet, was da kommt, wenn es so hochrohrig wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ah, das ist die andere Seite. Hier kommen wir aber so nicht rein, ne? Da sitzt jemand. Was macht der da? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Hm. Wieso höre ich denn meine eigene Stimme da nicht? Hier, my voice? Ach, es scheint schon wieder nicht zu funktionieren. Okay, hier ist noch eine Tür, oder? Oder können wir einfach hier... Nee. Frage ist, wie kommen wir da rein? Und reparieren können wir ja, glaube ich, nur an unserer Werkbank zu Hause, ne? Das heißt, wir müssen diesen Road mit Motor bei uns dann wahrscheinlich reparieren zu Hause. Und dann müssen wir nochmal zurückkommen. Würde ich mal behaupten. Können wir... Ah, springen können wir auch, okay. Interessant, ich bin sehr gespannt. Waren wir hier schon drin? Nee, ne? Oh, da liegt noch ein Hammer. Hallo. Fernseher nehme ich mit. Das nehmen wir auch mal mit. Also mal rausnageln da. Hier kommen wir aber nicht rein. Also... Da ist empty. Empty, empty. Weiß nicht, ob wir da später irgendwie reinkommen in die Bude. Also da, wo der... Und überall dieses Kreuz, ne? Dieses Jesuskreuz. Hm. Sehr christlich hier alles. War auch abreißen, ne? Ja, war klar. Mach ich mal eben. Was wir haben, haben wir. Vielleicht brauchen wir das zum Reparieren. Ich weiß es nicht. Nimm's mal mit. Da drin sind auf jeden Fall Sachen. Das heißt, wir kommen da auf jeden Fall rein. Ich würde einmal zurückreisen. Und schauen, dass wir mal eben diese Winde repariert kriegen. Ja, to the shelter. Möchte ich. Okay. Also wie ich es mir schon dachte, der Shelter ist quasi so die Hubwelt, wo man halt... Ja, weiß nicht, ob man sicher ist, keine Ahnung. Hier wärmt man sich auf jeden Fall immer auf. Und wir hatten hier ein... War das hier? Fix your tools. Rope with motor. Repair kit. Repair. Nein, uns fehlt noch ein Repair kit. Nein! Mist. Dann haben wir es fast. Shit. Was hat denn die Crowbar? Okay, die Crowbar hat hier unten noch jetzt fast unter der Hälfte. Die Axt auch. Hammer. Okay. Mist. Das heißt, wir müssen noch so ein Repair-Kit finden. Okay. Ich würde sagen, lasst uns noch mal dahin reisen. War das jetzt hier? Nee, warte mal. Wie travel ich denn noch mal? Da, ne? Oder über der Karte ging das ja, glaube ich, auch, ne? So, einmal nochmal zur Farm. Ja, möchte ich. You need to sleep first. Oh, wir müssen schlafen. Oha. Dann kommen wieder die Albträume. Das möchte ich nicht. Und was ist mit Essen, junger Mann? Haben wir hier irgendwas mit Kühlschrank? In storage can. Ah, okay. Plastic scrap. Wooden board. Plastic scrap. Lalala. Das packe ich alles mal rüber, was wir gesammelt haben. Nails Pack. Hammer behalten wir. Wire, also Kabel. Okay. So. Wo ist denn... Rope with Motor. Nehme ich mal mit. Okay. Aber zu essen. Wie isst man denn hier? Gibt's hier... Was ist das hier? Charge the battery.
Ah, unten rechts jetzt voll. Ach, krass. Kann ich jetzt einfach... Das ist ja ein geiles System. Aber ich frage mich immer noch, was mit Essen ist. Was ist das hier eigentlich? Paint Printer. Use Scrap and Print New Parts. Ah, ein Part Printer. Also ein Gegenständedrucker, also ein 3D-Drucker quasi. Okay, Wire, Motor, Screw können wir herstellen. Not enough Coils. Nails Pack, Plasma Head, Transformer 12 Volt. Okay, interessant. Gut zu wissen. Das ist also quasi ein 3D-Drucker. Nice. Und hier war eine Workbench, also wo wir halt neue Sachen... Repair Kit, was brauchen wir dafür? Einmal Wire und dreimal Plastikkomponenten. Lass mal gucken, ob wir das herstellen können. Ich will das mal testen. Ob wir das irgendwie hinbekommen. So, warte. Plastikkomponente, ne? Ist das Plastic Scrap oder fällt das unter Komponent dann? 1, 2. Ich nehme mal dreimal Plastic Scrap mit, weil Komponent sehe ich jetzt nicht. Metal Scrap? Oder müssen wir Komponent erst herstellen? Ist ein bisschen wie Satisfactory so mit den ganzen Sachen. Probieren wir das mal. Im Hunger müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, wo wir was zu essen finden. So, ich guck mal. Dreimal Plastikkomponenten. Zeigt da rot an. Wire zeigt da grün an. Kann ich hier... Wire? Okay. Aber Plastikkomponenten sehe ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Doch, da oben. 60 Print. Okay, 60. Progress. Hier unten sieht man es in Progress. Der macht mir jetzt einen Plastikkomponent. Aber man kann mehrere Sachen auswählen anscheinend. Not enough coils. Okay. Und wo kommen die Sachen dann raus? Wahrscheinlich muss ich die gleich abholen. Finde ich cool, dass man hier sogar einfach drüber gucken kann, ohne dass man ins Menü geht. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit Plastik... Wo ist das Inventar? Mit I. Dreimal Plastic Scrap hatten wir gehabt, ne? Food. Haben wir nichts. Gewicht, okay. Oder haben wir... Ich bin jetzt noch nicht ganz schlau raus geworden, was der jetzt genommen hat davon. Das Plastic Scrap haben wir immer noch. Oder nimmt der das aus dem... Oder nimmt er das aus dem Storage? Kann ja nicht sein. Bin mir nicht genau sicher, woher er das rausnimmt. Okay, ist gleich fertig. Take parts in inventory. Haben wir jetzt? So, warte. Dreimal. Wir haben, glaube ich, zweimal, ne? Plastic Components. Einmal haben wir das. Aber wie kriege ich denn jetzt hier? Da werde ich noch nicht so ganz schlau raus. Da müssen wir noch mal gucken. Wisst ihr was? Wir machen das einfach in der nächsten Folge. Ich würde noch mal ein bisschen Universal Scrap. Nimm noch ein bisschen Plastic Scrap mit. Einfach mal gucken. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir müssen uns unbedingt auf jeden Fall, wie gesagt, noch um Futter kümmern. Not enough coils. Der stellt aber noch was her, oder? Ja, Plastikkomponenten. Warten wir nochmal eben. Na? Take to inventory. Wie viel haben wir jetzt davon? Zweimal. Wir haben zweimal Plastikkomponenten. Aber wie hat er das jetzt... Dann wird es wahrscheinlich... Aber was braucht er dafür? Das ist die große Frage. Irgendwas mit Polymer-Coil, ne? Ah, Plastikkomponenten. Coil Needs. Metal-Coil? Polymer-Coil oder Unit-Coil? Und wo stellt man das her?
Weil hier stellt man ja nur die neuen Sachen her. Die constructed man, wie zum Beispiel ein Repair Kit. Das ist jetzt schon mal klar. Okay. Hier ist ein Research Table. Düdüm. Plasma Cutter. Juhu. Und das können wir nicht reparieren, weil uns ein Repair Kit fehlt. Okay. Wahrscheinlich werden wir diese Komponenten oder so irgendwie beim Sammeln herbekommen. Aber ich würde sagen, für die erste Folge soll es erstmal reichen. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit der ersten Folge Expedition Zero, die Demo. Die werden wir uns auf jeden Fall weiter anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schaltet ihr auch wieder ein, wenn es heißt, ja, Expedition Zero. Und ich weiß noch nicht genau, was uns hier erwartet. Also macht's gut. Tschüss.